Herzlichst willkommen zurück zu Edith The Returns of the Smets Hests Harz. So, er kommt aus dem Harz. Nein, nicht wirklich, aber hat gepasst. Nee, auch nicht. Naja, wir sind in Dexters Wohnung, Villa, kleinen Eigeninsel. Ich weiß nicht, jedenfalls groß. Auch wenn es nur eine Spielewelt ist, aber trotzdem groß. Er hat eine Mikrowelle! Verdammt, er hat eine Mikrowelle! Und wir haben in der letzten Folge gegen Sniperscope zum zweiten Mal gewonnen. Also zum ersten Mal wirklich, wegen des allererste Mal zählte ja irgendwie nicht so ganz, weil er war einfach nur gefreezed. Und war schwach. Und so. Und es hat sich herausgestellt, dass der Spielechef der Firma selbst der ist, der Mad Hazard töten möchte. Da er als Kind die Mad Hazard Spiele nicht geschafft hat. Und ging deswegen völlig enraged und wie halt verbitterte reiche Typen halt so sind, gehen sie halt ihre Kindheitsträumen hinterher. Und er hat sich halt vorgenommen, Mad Hazard zu vernichten, da er ihn in der Kindheit gedemütigt hat. Obwohl er einfach vielleicht einfach nur Scheiße gespielt hat. Aber egal. Im Fernsehen laufen die Breaking News. Leider im Standbild und. Kann ich? Ha! Ich kann die Dinger wegschießen. Bäm! Kann ich den auch? Oh, den nicht. Okay, ich verliere besser keine weitere Munition. Das ist sicher nicht sinnvoll. Wollte ich schon immer haben. Jetzt hast du es. Die gute alte Magnum. So, derzeit sieht es ja doch recht friedlich aus und da hinten ist Wasser. Okay, das war's mit der Friedlichkeit. Hallo? Hallo? Wo bist du? Da bist du. Alter! Der rennt einfach auf mich zu. Und das ist noch ein anderer. Verlier nicht den Kopf. Oh, zu spät. So. Dumme Wachleute. Finde ich nicht in Ordnung, dass ihr auf mich geschossen habt. Oh mein Gott. Noch mehr. Master Deko-Meme. Und warten, bis die Leute ihre einigermaßen feste Position haben. Und sie dann wegzuhauen. Ah, ich weiß nicht, ob ich die Magnum da schon alles für ballern sollte. Die ist ein Hazard-Pistole, aber ich nehme gut. So, hier muss noch jemand sein. Oh. Ich sehe mich hier mal etwas um. Ah! Oh, holy! Übernimm die rechte Seite! Hey! So, stirb! Stirb, mein Freund! Ich würde dich ja vorher verhören, doch das haben sie gesprochen. So. Irgendwo ist doch noch einer. Der schießt irgendwie gegen die Wand. Schießt du gegen die Wand? Nee, da bist du gar nicht. Wo bist du? Bist einfach dort. Mensch, Mensch. Na, was eine Story. Nee, ich bleib bei meinen Pistolen. Einfach, weil ich's kann. So. Da, oh, Sprengbrunnen. Treppe.
Tappel, 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 hier scheint Tennis gespielt zu werden. Wir wurden wieder gehackt, QA. Offenbar haben sie den Code meines einzigen Arcade-Adventures angezapft. Death Hazard. Zombies, was? Immer schön auf den Kopf zielen. Auf andere Weise kriegst du sie nicht klein. Zombies! Kopf durch. Oh Gott, mit anderen Leuten. Sowjet! What? Uje. Uje. Ich habe dir eben was gehackt, das dir helfen kann. So, der ist gefreezed. Ich als cooler Typ. Tja, das unterstützt meine Coolness. Oh mein Gott! Zombie, so close. Ich werde zum Killer. Oh, ich habe zwei auf einmal getötet. Mit One Bullet. Oh yeah. Und bleib tot. Warte, wie viele Zombies kommen denn noch? Hallo? Und bleib tot. So. Oh, da war ja echt was gehackt worden. Maximum Hazard. Naja, hat auch ohne dem geklappt. Das Maximum. Ein paar Zombies geplättet. Der Old Classic. Ich glaube, da geht's nicht lang. Ich glaube, ich geht da lang. Der Maximum Hazard kann ich nicht benutzen. Weil das jetzt aufhört. Wäre schade. Na gut. Weiter geht's. Ich geh, ne? Wo? Wo ist die nächste Welle? Das sieht mir so verdächtig aus. Oh, da kann ich rein. Hallo. Hallo, Enemies. So, immer diese Polizisten. Aber ich bin hier das Gesetz. Oh Gott, Zombie spawn. Ist das zum Zombie geworden? Da hinten ist Deckung, die werde ich nutzen. Na gut zu wissen, ich will die Deckung benutzen. Abschluss. Oh mein Gott! Zombie ist so nah! Ja, an der Stelle, wo die Gegner waren, kommt Zombies. So, dann räumen wir erstmal auf. Genau so. Und oh, Zombie! Och, brauchst du zwei Kopfküche? Brauchst du zwei Kopfküche? Brauchst du. Lass den Zombie nicht zu nahe kommen, Kinders. Bum, bum. Aufgeräumt. Nicht ganz. Ah,
Ach ja, gute alte Zombies. Oh, Zombie. Oh. So, jetzt ist auch dran. Der Weg ist wieder mehr. Rein. Wasser, Poren tief rein. Baden! Yay! Da lang. Hallo. Ich glaube, hier geht's hoch. Checkpoint. Oh. Na! Why you are shooting on me? I'm very fresh here. Oh. No, stop. Don't do this. Hallo? Der ist weg. Kannst du dich aufrücken? Dankeschön. Ja, es kommen noch mehr Zombies. Immer diese Zombies! Warum schieße ich nicht? Treffe ich nicht? Gute Dinge. Um sie wegzumachen. 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 Danke, danke, danke. Hey, Sat, bist du lieb. Okay, da ist eine Power-Station. Und da ist was zum Speichern. Ich habe dir eben was gehackt, das dir helfen kann. Maximum. Ich glaube, so war das nicht gedacht. Maximum. Man kann da auch was vertragen im Spiel. Echt schlimm. Was? Von der Seite. Natürlich. Max. Ja, das weiß ich. Ach komm schon. Der muss nur einmal mit der Schrotflinte voll im Front auf mich treffen. Na gut, Reihe gehen. Max. Was? Echt? Das wusste ich noch gar nicht. Gut zu wissen. Wo ist Mr. Schrotflinten Guy? Dankeschön. Wenigstens ein Störenfried weniger. Ich bin so ein Hex. So, der ist auch geköpft. Kann ich den treffen? Kann ich? Kann ich? Nee? Doch. Okay. Nehmen wir auf diese Zombies achten. Wir wollen ja keinen zu nahe kommen lassen. Oh je. Hui, das war knapp. So. Oh mein Gott. Das dachte ich noch von nicht zu nahe kommen lassen. Wir brauchen zwei Kopfschüsse. Unglaublich. So, stirb. Obwohl du schon tot bist. Und bleib tot.
So, dann hätte man das ja schon mal geschafft. Nach einer halben Ewigkeit. Melde, kein Zeichen von ihm. Ah, okay. Mr. Wasser, wie war... Oh, gut, ah, gibt's Wasserpistolen wieder. Das ist gut. Denn Wasserpistolen sind gut, gut, gut. Hallo? Ups. Lass uns davon nicht anzugreifen. So. Du hättest bei Wasserpistolen bleiben sollen. Da ist ja noch einer. Oh, so Pistolen. Welche Pistolen nehme ich denn? Die oder? Die kann ich gebrauchen. Wo gibt's denn noch ein bisschen mehr Munition zu? Ah, der hatte noch nicht. Was hattest du denn da? Ein Scharfschützengewehr. Auch cool. Aber ich glaube, ich bleib beim der Wasserpistole. Maschinengewehr, Wasser. Halt das mit Wasser. So, Ende aus, Mickey Maus. Hallo? Wohnt hier wer? Wohnt hier... Oh je. Wir räumen den Weg auf. Ah, ich hab's vergessen. Die Typen werden ja jetzt so Zombies. Irgendwie scheine ich nicht genug Munition dabei zu haben. Speicherpunkt. Dexter, in jedem Moment werden hier bewaffnete Gangster und Zombies reinplatzen und du liegst im Bett? Sieh einer an. Matt Hazard. Lange nicht gesehen. Dexter, Kumpel, setz dich in Bewegung, sonst legen die dich noch um. Ich glaube, du verstehst da was falsch, Kumpel. Dexter, Schatz, du hast mir gefehlt. Hallo, Matt. Schön, dass du da bist. Kitty? Dexter, Süße. Hallo, Matt, Schätzchen. Gefallen sie dir? Ich nenne sie meine Darlings. Dexter's Darlings. Klingt doch gut, oder? Hab sie selbst entworfen. Sie tun, was ich sage. Und als erstes werden sie dich umbringen. Danach kriegen sie alle eine Rolle in einem neuen Spiel mit mir. Wellesley gibt dir ein eigenes Spiel? Und dafür musst du nur deinen besten Freund verraten? Bester Freund? Bester Freund? Hast du eine Ahnung, wie es war, den dämlichen Freund des großen Matt Hazard zu spielen? Zuzusehen, wie du die guten Kills kriegst und den Ruhm, während ich ignoriert wurde? Ich will auch groß rauskommen, aber das geht erst, wenn du weg vom Fenster bist. Also, hasta la vista, Hazard. Kommt zu mir, wenn ihr mit ihm fertig seid, Ladies. Oh, shitty. Gibt's eine Deckung? Nein, gibt's natürlich nicht. Oh,
Hallo? What? Oh Mann. Das habe ich völlig vergessen. Man muss die ausnocken, sonst stehen die immer und 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 immer wieder auf. Aber wie wir wahrscheinlich noch häufiger sehen werden, wie die immer und immer und immer und immer wieder aufstehen, sehen wir erst in der nächsten Folge. Noch mehr davon. Auch von Dexter. Vielleicht. Mal gucken. Ich weiß es nicht. Wirklich nicht mehr. Zu lang her. Egal. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und wenn ja, dann schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Wenn es heißt, wir kloppen robotifizierte Frauen Wayne Blas und versuchen, die Welt zu retten. Das klingt gut. Alles klar. Ich bin raus. Ich bin Zavex und jetzt zum Video. Ciao.